Die meisten Leute haben verlernt hinzuschauen, haben überhaupt gar keine Ahnung mehr, wie Flüsse aussehen. Ich glaube, es gibt weltweit wenig Gebiete, wo auf so engem Raum so unterschiedliche Flüsse da sind. Welcome you to the first European Rivers Summit. As we see in real life, it's very hard to revert the damage once it's already been done. Warum ist das überhaupt notwendig, ein Gipfel, also ein europäischer noch dazu? Das kommuniziert im Grunde zwischen den Zeilen, wie schlecht es um die Flüsse bestellt ist. Es ist eine Notwendigkeit da und das wird vermittelt. Und wenn wir hier eine Tradition starten und dass man in 2 Jahren in Portugal ist, in Lissabon oder wo auch immer, dann werden wir schon wieder, hoffe ich doch, aus diesen Sachen hier gelernt haben, etwas weiter sein. Und wir müssen uns auch selber kontrollieren, weil dieses ewige Rumgerede und hier ein bisschen was und da ein bisschen was, wir versuchen auch hier an diese Root Causes, an die Grundursachen zu kommen. The balance is, we've already wrecked a lot, so let's balance it by establishing a system of protected rivers. Alle sind von einer Flut von Wasserkraftwerken, meistens kleinen Wasserkraftwerken, betroffen, die enorme Auswirkungen haben, ökologische und auch soziale. Aber nobody knows about it. Man muss sich wieder trauen, gegen was zu sein. Solange wie es so viel Mist gibt, dann muss man dagegen sein. Und auch wenn ich nicht genau weiß, wie die Lösung ist.